Zuletzt bei Super Odyssey 64. Das Kaskadenland konnte von uns erfolgreich abgeschlossen werden. Wir konnten sogar den weirden Womp mit seinem Kettenhund besiegen, obwohl er uns für einige Herausforderungen stellte und auch den schnellen Cooper in einem Rennen lahm aussehen lassen. Nun geht es für uns in der Wüstenwelt weiter und hier konnten wir auch schon den wirklich beeindruckend aussehenden Boss Faust Zuma erledigen und insgesamt bereits 5 Monde einsammeln. Wo sich hier noch der Rest befindet und was das nächste Königreich ist, das erfahren wir heute. Freunde, ab in die Siedlung hier in der Toast Arena. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Willkommen zurück zur 3. Folge von Super Odyssey 64. Und ich höre hier einen Mond. Ich höre hier irgendwo einen Mond. Und ich kann mir vorstellen, dass der eventuell hier oben drin ist. Ah nein, aber hier ist ein Eingang. Oh! Und hier ist tatsächlich Dory. Holy shit, was muss ich hier tun? Muss ich sie kapern? Ja, ich muss sie kapern. Holy shit. Okay, das erklärt, warum wir beim letzten Mal bei der Sphinx die Frage beantworten mussten, ne? Ob wir hier einen alten Freund wiedersehen. Und, ja. Hier ist der alte Freund, Guys, den wir wiedersehen. Dory ist am Start und es sieht tatsächlich so aus, als ob wir hier den Mond bekommen. Wie cool ist das denn bitte? Hammer! Ja, sau stark, dass sie das hier so eingebaut haben. Damn. Das ist aber tatsächlich immer noch nicht der Mond, den ich brauche. Der Mond, den wir brauchen, heißt The Frozen Star. Was eigentlich verrückt ist, weil wir eigentlich Monde sammeln. Aber was hat das da mit einem eingefrorenen Stern auf sich? Ich höre aber immer noch einen Mond. Lol. Einfach. Der schimmelt da einfach. War das der? Ja, Scavenger Hunt, what the hell? Sehr skurril. Sehr, sehr, sehr skurril. Ich kann mir vorstellen, Freunde, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der eingefroren war. Und in dem Moment, wo wir Faust Zuma erledigt haben, ist das Eis hier verschwunden. Oh, es ist gut, dass wir Knochen trocken sind. Du würdest hier sowieso kein Wasser finden. Doch. Wir haben die Oase wieder auftauen lassen. Ich glaube, in dem Moment, wo wir Faust Zuma besiegt haben, ist es wie im Originalgame, geht dann quasi diese Vereisung der Wüste dann flöten. Und wahrscheinlich ist dieser Mond dann erst eingefroren gewesen. Und dann haben wir ihn quasi wieder freigesetzt. Aber Scavenger Hunt kenne ich aus dem anderen Mario-Hack. Da musste man aber an weirden Stellen, Party never ends, okay, ja. Da musste man an weirden Stellen eine Stampfattacke machen und sowas. Aber es ist so, wo fängt sowas an? Na, das ist immer die Frage. Wo beginnt so eine Schnitzeljagd? Weißt du was? Sei vorsichtig in der Wüste. Untergrundhöhlen brechen manchmal ein und erzeugen riesige Löcher im Sand. Ja, da habe ich Faust Zuma schon entdeckt. Hilft mir aber noch nicht bei meiner Scavenger-Hunt. Was ist damit gemeint? Also wir können definitiv nochmal... Wir können definitiv nochmal zurück in die... Oase gehen. Vielleicht geht's da los. Aber ansonsten habe ich jetzt halt auch schon bald alles gesehen, ne? Alles nicht so einfach. So, das Gute ist, damit kann man wirklich schnell von A nach B reisen. Hier seht ihr es auch, die ganze Oase ist jetzt aufgetaut. Die Frage ist, wie gesagt, jetzt nur, wo fängt der Scavenger Hunt an? Ich mache jetzt hier einfach mal eine Stampfattacke und vielleicht passiert ja was, ne? Who knows? Ja! Die 3. von 3 Säulen. Oh boy. Okay, ich weiß nicht, ob das der Anfang ist. Ich kann es mir vorstellen. Kapiert. Bestimmt da oben. Bestimmt das da oben, weil ansonsten gäbe es keinen Grund, warum man auf diese Säulen hochkommt. Wir waren das schon. Boah, mega. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das der Anfang der Schnitzeljagd ist, aber ich kenne das tatsächlich aus dem anderen Hack von Kase. Und zwar aus Peach's Fury, den wir auch schon hier let's played haben. Und da war das der Stern, den ich als allerletztes gefunden habe, weil ich eben gar nicht wusste, dass sowas möglich ist. Aber es ist möglich.
Die einsame Säule. Das ist dann wahrscheinlich da vorne die. Oh, damn. Okay, aber wenn das einmal losgeht, ist das halt mega cool. So eine Schnitzeljagd nach geheimen Dingen zu machen, wo du aber, ich sag ich mal, eine gewisse, wo du immer so Tipps bekommst und alles drum und dran. Schon geil. So, hier war aber eigentlich ein Mond. Ja, hier war auch ein Mond. Das hier ist nicht der Ort, wo ich hin muss. Okay, wo schimmelt dann noch eine einsame Säule? Ich schau mal darüber, weil ich da jetzt auch noch eine Säule sehe. Aber die sind eigentlich nicht einsam. Aber da ist noch eine! Da ist noch eine! Hey, Bro. Hast du ein verstecktes Schild für mich? Hast du... Neben dem höchsten Kaktus. Uff. Da vorne. Safe da vorne. Sonst gibt es hier kaum noch irgendwo eine Stelle, wo die noch höher ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier damit gemeint ist. Damn. Oh, ich finde das Sand Kingdom in Odyssey schon so geil. Und hier ist es auch nochmal mega gut umgesetzt. Oh, aber das ist nicht. Das ist nicht der höchste Kaktus. Doch, safe. Hä? Nein, da vorne ist noch ein höherer. Tschüss. Okay. Ups. Ich habe nichts gesagt. Der hier ist noch höher. Jawollo! Und das ist sogar der Mond. Ich liebe es. Ich liebe es. Und wir haben alle Monde gefunden. Saustark. Ich übernehme dieses Schiff. Du erreichst niemals Bowser. Bist du da sicher? Bist du da wirklich sicher, Bro? Und warum hast du überhaupt kein Gesicht? Das ist skurril, Bro. Das ist... Oh, damn. Aufpassen. Das ist sehr skurril. Okay. Spannender Kampf. Yo, sieht er, dass da vorne noch ein Mond ist? Okay. Sehr spannend. Aber geil, dass es hier noch so ein kleines Story-Event gibt. Aber da komme ich nicht rüber. Nee, da muss ich immer noch... Muss ich mit dir reden? Bist du ein Guter? Ja. Oh, ich bin endlich aus den Kabinen rausgekommen, um zu sehen, was hier abgeht. Oh, du wolltest die Kanone verwenden? Na, ich öffne sie für dich. Oh, yeah! Voll geil, dass wir mit Goombas zusammenarbeitet. Bereit zum Abschuss? Komm schon, geh in die Kanone. Alles klar. Und damit müssen sie wahrscheinlich da drüben zum Mond schießen. Das wird spannend. Oh, what? Ich kann mich da nicht schießen. Ich kann mich da nicht rüberschießen. Aber das werde ich never ever treffen. Was will ich hiermit? Was will ich mit dieser Kanone? Ich werde es niemals schaffen, da drüben zu landen. Wie soll das funktionieren? Aber es muss doch eigentlich über die Kanone gehen, oder? Aber wie komme ich dann darüber? Zu dem Mond. Wir probieren es einfach nochmal. Zieh mal ein bisschen höher. Ich safe-state hier. Okay, ich safe-state hier. Okay, wir müssen noch höher schießen. Ah, warte mal. Ich glaube, ich kann da noch hechten. Ich kann da noch hechten, Freunde. Oh! Oh! Okay, so geht's. So geht's. Holy moly. Das ist heavy. Das ist heavy. Aber wir haben diese geheime Area gefunden. Oh, scheiße, das ist nicht gut. Ich bin tot, glaube ich. Oder? Nee, man kommt hier nochmal hoch. Okay, ich weiß noch nicht genau, was hier abgeht. Secret Lava Area heißt das Ganze. So, ne, wir kennen natürlich schon die Secret Water Area. In der waren wir schon unterwegs. Und ich glaube, wir können
diesen Wirbelsprung in der Luft triggern, wenn ich in der Luft, ja, wenn ich in der Luft den Joystick drehe. Wie cool ist das denn bitte? Wie stark. Ah, und da ist auch schon der erste Mond. Oh, scheiße. Nicht sterben, Mario. Sehr gut. Mhm. Und vor allem das Gute ist, der hält uns auch. Oh, hellblauer Mond. I like. Sieht geil aus. Sieht sehr, sehr, sehr fresh aus. So, aber... es gibt hier... noch irgendwo... einen... weiteren. Und ich vermute mal, wahrscheinlich hier, oder? Vielleicht da auf der anderen Seite? Oder hier rüber? Wahrscheinlich hier rüber. Ja, wie geil das aussieht mit dieser riesigen Lavafläche. Ich liebe das. Yes, Freunde. Das sieht doch sehr mondmäßig aus. Es sieht so aus, als wären hier keine weiteren Monde mehr. Vielleicht solltest du woanders nachschauen. Das mache ich doch gerne. So, tschüss. Freut mich, dass ich die Area hier gefunden habe und auch safe erreicht habe. Oh nein, schwarze Bob und Piraten haben das Schiff übernommen. Wir müssen sie entfernen. Okay, bin dabei. Wie geil, dass auf diesem Schiff hier immer so Events stattfinden. Das ist mega gut gemacht. Oh, was? Ich kann mit dir reden? Bowser hat mich mit einer Nachricht gesendet. Sie heißt... ah, du hast aufgeholt? Ah, du bist zu spät. Die Hochzeit wird bald vorbei sein. Und, dann hat er mir gesagt, ich soll mit einer bösen Manier lachen. Oder irgendwie sowas. Alles klar. Warte mal, sind wir schon beim Finale? Warte mal, Guys. Wartet mal. Eins nach dem anderen jetzt. Jetzt kicke ich erstmal die ganzen Piraten hier runter. Damn! Lass doch den Kollegen hier in Ruhe. Der hat nichts mit euch zu tun. So, hoffentlich kriegen wir einen Mond dafür. So, ich glaube, jetzt habe ich... nein, ich habe noch nicht alle erledigt. Aber jetzt... jawollo! Und wir kriegen dann weitere Monde für den. Das ist eine richtig geile Reise, die man hier macht. Und ich glaube, der Chucky hat uns gesagt, dass wir den Anker hochklettern sollten. Ich glaube, da, das ist Bowsers Schiff. Das hier ist der Anker von Bowsers Schiff. Und da würde es zum Finale gehen. Aber da bin ich aktuell noch nicht daran interessiert, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich bin jetzt tatsächlich erstmal daran interessiert, wie ich jetzt da rüber zu diesem Mond kommen soll. Weil die Kanone kann mich, wie gesagt, nicht so weit schießen. Ich kann mich vielleicht höchstens einfach irgendwie in die Luft feuern oder so. Vielleicht klappt damit dann irgendwas. Aber es gibt irgendwie auch wenig Sinn. Nee, das bringt nicht so viel. Also ich kann zwar... ich kann zwar in der Luft dann... Cappy feuern, aber das reicht nicht mal ansatzweise. Wart mal! Kann ich so einen vorbeifliegenden Kugel-Rilly übernehmen? Klappt das? Da oben fliegt einer. Ja, genau so geht's, glaube ich. Ich glaube, ups. Ich glaube, genau so ist das gewollt. Einen Moment. Wir müssen uns relativ weit oben positionieren. Und dann da einen übernehmen. Okay, ich gebe mein Bestes, Freunde. Mist, falsche Richtung. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh yeah. Das ging tatsächlich besser als erwartet. So, dann hätten wir den auch. Kommen wir von hier wieder safe zurück. Damn, es klappt sogar. Es klappt einfach sogar. Okay, aber da drüben waren wir schon. Wir waren da, wir waren da. Ja gut, ne? Da würde ich sagen, Forstland, it in. Und dann geht's zu Bowser. Oh mein Gott, hören wir jetzt die geile Mucke im SM64-Stil. Oh mein Gott. I love it. Und in diesen ganzen Büschen ist was drin, ne? Ja. Okay, und was ist das? Soll das irgendwas darstellen? Kann ich damit irgendwie interagieren? Okay, was ist das da oben? Das kapiere ich noch nicht ganz. Hier geht's für mich lang, okay. Wollte gerade sagen. Es ist ein bisschen dunkel hier. Ein sehr düsteres Forstland. Ah, hier kann ich was sprengen.
damit kann ich mir so eine Flower Road bauen. Wow, 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 wow. Okay, das ist heavy. Da muss man fix sein. Aber voll stark umgesetzt. Und schaut mal, da ist sogar ein Secret hier drin. Eine Stampfattacke machen? Nein. Kann sich teleportieren. Oh, scheiße. Ah, nein, okay. Ich dachte, es wäre nur der Rückweg. Aber das ist ein Weg in beide Richtungen. So. Was muss ich jetzt machen? Die Panzer da drüben schießen auf mich? Oh, da komme ich sogar hoch. Da kommt... Oh, nein, nein, nein. Okay, alles gut. Warte, warte, warte. Das schaffe ich. Wait a minute. Mhm. Okay, okay. Kisten, ne? Ich habe noch keine Ahnung, wo das hier alles hinführt. Ist aber immer so. Wenn du in eine neue Open World geworfen wirst, auch in Mario Odyssey, du läufst erstmal los und hast eigentlich keinen Schimmer, was abgeht. Aber an diesen Turm erinnere ich mich. An diesen Turm erinnere ich mich im Originalspiel. Da waren, also im Originalspiel waren hier zwei Monde. Man weiß natürlich nicht, was jetzt hier in diesem Port so los ist, ne? Aber ich wollte nur mein Oh, shit! Mein brutales Wissen präsentieren, okay. Aber so komme ich immerhin auch an die Münzen ran. Wir müssen einfach nur schnell genug springen. Ja, genau. Das hat auch funktioniert. So, das wird wahrscheinlich einbrechen. Genau, das bricht runter. Schnell genug hüpfen. Sehr schön. Noch sind wir am Start. Wow, wow, wow. Okay, was geht da? Warum ist das runtergeklappt? Oh mein Gott. Oh nee. Oh, ich hätte mich noch retten können, eventuell. Boah. Okay, ich weiß noch nicht, was hier das Rätsels Lösung ist. Aber es ist nicht einfach. Okay, ich muss hier auf jeden Fall mehr mit dem Cap-Jump arbeiten. Weil den kann ich natürlich in der Luft mich in jegliche Richtung bewegen. Da kann man sich sehr, sehr gut saven. Mhm. Okay, passt auf. Ich probiere von hier. Genau, ein Dreisprung. Und dann komme ich schon mal hier hin. Und ich höre den Mond doch auch schon. Freunde, hier ist er. Strong, aber gar nicht so einfach da hochzukommen. Da muss man auf jeden Fall die Cappy-Skills gut verwenden. Doch, muss man jetzt einfach mal so festhalten, ne? Ist stark gemacht. Und da vorne ist eine Nuss. Kann ich die irgendwie hochheben? Oh, nö, ich kann sie kaputt machen. Natürlich 5 Münzen dafür. Sag ich doch nicht nein. Hey, Bro. Wer hat dich denn dahin gepflanzt? Ich bin keine Pflanze, Bro. Aber schön, dass du mich als ein Produkt der Natur wahrnimmst. Ich finde dich auch toll. Komm ich da hoch? Nein, das ist definitiv zu hoch. Okay, dann habe ich von hier eigentlich nur einen Weg. Und der führt mich vermutlich... Das düst einfach instant los. Obwohl ich noch nicht mal drauf war. Also die Flower Roads, die ich kenne, die funktionieren ja anders. Wollte ich an der Stelle nur mal so erwähnt haben. Ich bin auf menschlicher Basis sehr enttäuscht. Okay, nein, ich hab die Fresse. Alles gut. Hm. Okay, aber ich weiß, muss ich jetzt nochmal den kompletten Weg nach oben nur für diese Flower Road? Oh, scheiße. Oh, das ist schwierig. Hm. Ich bin da nicht ganz schlüssig, wie ich jetzt hier am besten voranschreite, Freunde. Ich düse nochmal da hoch. So, Freunde, ein neuer Versuch. Und diesmal springe ich jetzt hier schon. Uff. Gar nicht so einfach, aber trotzdem, ne? Ultra stark umgesetzt. Ich denke, ich kürze jetzt hier auch schon ein bisschen ab. Sehr gut. Da sind nochmal 5 Münzen. Wir dürfen die 100-Münzen-Mission in keinster Weise unterschätzen. Ja, schön, hier ist auch nochmal überall Cash drin. Und das machen wir noch kaputt. Geil. So. Timer-Challenge. Alles klar. Dann schauen wir doch mal, was hier von mir erwartet wird. Warum ist das so komisch schattiert? Oh, what? What? Bitte, was ist hier von mir verlangt? Okay, warte mal. Das schauen wir jetzt erstmal in Ruhe an. Was zur Hölle? Was muss ich denn hier tun? Dahin? Ah,
und dann da einfach nur einen Wandsprung machen. Okay. Kriege ich Cappy irgendwie wieder zurück? Nee. Alles klar. Einfach nur schnell sein und da einen Wandsprung. Got it. Gar nicht so einfach. Gar nichts einfach. Da hinten bei dem Baum habt ihr, glaube ich, den Mond jetzt auch schon gesehen. Wie, genau wie ich. So. Und jetzt? Oh yeah. Einfach den Mond mitnehmen. Das läuft doch einwandfrei. Wie heißt denn der Mond, den wir gerade machen müssen? Uproot Uplift. Hm. Ja, das ist jetzt sehr vielsagend. Da weiß ich ganz genau, was zu tun ist. Ich würde sagen, wir folgen einfach weiter unserer Nase. Oh, shit. Und sammeln erstmal hier ein bisschen Cash ein. Da drüben muss ich safe auch noch hin. Und die Panzer dann übernehmen. Aber alles zu seiner Zeit. Oder unten kann ich auch den Weg frei bomben. Aber jetzt gucke ich mich erstmal hier um. Und wie gesagt, hier in den Bäumen ist ein Mond. Das ist wahrscheinlich sogar sein Schatten. Aber ich weiß noch nicht genau, wie sich das Spiel vorstellt, dass ich da hinkommen soll. Weil das ist definitiv zu weit oben. Für alles. Das ist extrem. Kann ich auf die Blätter springen? Das wäre jetzt noch irgendwie so die einzige Frage, die ich im Kopf habe. Oder kann ich hier Wandsprünge machen? Wartet. Legit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann hier Wandsprünge machen, aber das bringt mich noch nicht dahin, wo ich will. Schade. Ja, das ist schon ordentlich weit oben. Ich glaube, hier muss ich noch irgendwas. Aber es heißt ja Uproot Uplift. Also vielleicht gibt's ja. Vielleicht gibt es ja dieses kleine Vieh, was die Beine länger machen kann. Wie im Original Forstland. Das klingt ja wie so nach Uproot. Eine Wurzel? Uproot? Ah, who knows? Wir schauen mal nach. Ja! Da ist das Vieh! Das Vieh existiert einfach. Holy shit, okay. So, kann ich den nicht übernehmen? No, Ray. Mach nicht diesen. Doch, ich kann ihn übernehmen. Okay. Okay. Eine ganz skurrile Art und Weise. Okay, wie schieße ich? Ah, so. Okay, wow. Das ist mal crazy. Mit A und B steuere ich hier den Winkel, in dem ich hier schießen kann. Boah, ist das verrückt. Aber ich denke, ich muss hier alles freischießen. Ich glaube, das ist ja, weil das ist nämlich der Mond, Freunde. Genau das habe ich vermutet. Mhm. Genau. So, und ich mache auch den Weg jetzt hier wirklich ganz frei. Ah, ich kann noch mehrere auf einmal schießen. Ah. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen entspannter. So, okay, jetzt haben wir auch wirklich alles weg. So, dann komm mal her, Kollege. Oh. Ich habe ihn getötet. Ich vermute, das war meine einzige Chance in diesen Stern. Nein! War es nicht. Das war nicht meine einzige Chance. Okay, Bro. Wir machen das. Es funktioniert halt legit, ne? Wie verrückt. So, dann nehmen wir jetzt kurz das hier mit. Okay, das Vieh lebt noch. Das ist gut. Aua. Und zack. So, wir sind wieder am Start. So, und du bringst mich jetzt ziemlich sicher darüber. Ey, wie krass ist das bitte? Dass dieses Vieh hier umgesetzt wurde. Ich bin so schwer begeistert. Ich glaube, da muss ich einfach auf diesen Baumstamm hier drauf, oder? Weil da ist ja auch der Schatten. Okay, und? Unfassbar stark. Richtig, so, jetzt kommt Follow the Flowers als nächstes. Oh, aber der war auch nochmal ein eigener Enemy. Mit 5 Münzen. Tja, da drüben auf dem Turm waren wir noch nicht. Das ist ja im Originalen der Topper-Fight. Und ansonsten wüsste ich jetzt gerade spontan nicht, welchen Blumen ich folgen soll. Ich folge gerade eigentlich eher dem Geld. Ne, weil der Kollege... Oh, scheiße. Weil der Kollege hier hoffentlich auch noch ein bisschen Geld zu bieten hat. So sieht's aus. Da ist auch nochmal Geld. Mhm.
Schon mal bei 84 Münzen. Das ist echt in Ordnung. Ich spreche mal mit den ganzen Bewohnern hier. Vielleicht geben die Tipps. Wasser kreiert Leben. Vergib mir diese aggressiven Pflanzen. Ich pflanze nicht ihre Samen. Ich gebe ihnen nur Wasser. Alles gut. Ich gebe nicht dieser Gießkanne die Schuld. Bin ich nicht gnädig? Oh mein Gott, wie ich hier beballert werde. Yo! Hä? Warum habe ich denn jetzt diese Kugel gekapert? Ich habe gar nicht Cappy geworfen. Okay. Hier waren wir gerade. Aber dann tue ich jetzt, glaube ich, nochmal hier runter. Genau. Und da drüben ist unser 100-Münzmond. Da war unser 100-Münzmond. Oh. Mach jetzt nicht diesen. Sehr gut. All diese Panzer sind eine üble Sache. Ich sag's euch, wie es ist. Sehr gut. Dann hätten wir den Kollegen auch. So, jetzt ist da ist der Mondblock. Okay, hier werden noch mehr Samen, die wir hier kaputt machen können. So, was ich jetzt eigentlich auf jeden Fall noch will, ist zu diesen Panzern hier rüber. Aber wie hat sich das Spiel das vorgestellt? Und da drüben sind, seht ihr das? Da sind auch noch Plattformen. Die muss ich auch noch abchecken. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Jetzt düsen wir erstmal wieder hier hoch und dann hole ich mir hier nochmal den Blumenpfad, glaube ich. Ich glaube jetzt nicht, dass hier jetzt noch was ist. Ich glaube, der Rest ist jetzt noch eher so hier in diesem Außenbereich. Wahrscheinlich bei diesen Inseln ist noch einer. Also bei diesen schwebenden Inseln, die wir gesehen haben. Bei den Panzern geht auf jeden Fall noch was ab. Und dann gucken wir mal weiter. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht die Geschosse der Panzer kapern kann. Und damit irgendwie noch weiterkommen. Oh, ich hätte das gar nicht gebraucht, dich umher teleportieren. Stimmt. Aber ich glaube, die explodieren vorher. Ja, die explodieren vorher. Die kommen nicht bis zu mir rüber. So. Nee, da unten waren wir noch gar nicht, ne? Da, hier in dem Bereich waren wir noch gar nicht. Okay. Na, dann gucken wir jetzt erstmal hier nach. Warum ist hier ein Panzer? Warum bist du hier? Ist der da einfach nur so aus Spaß? Die Zielscheiben da drüben werde ich da nicht treffen können, nee. Okay, wisst ihr was? Ich lasse den tatsächlich erstmal noch. Ich bin tot. Scheiße. Doch, doch, doch. Das ist der Ray, den wir brauchen. Da werden die restlichen Sachen sein. Okay. So, die Abkürzung kennen wir mittlerweile schon. Die ist tatsächlich sehr hilfreich. Und dann lasse ich diesen Panzer da unten jetzt erstmal Panzer sein. Und entscheide mich jetzt erstmal für den Weg hier. So, der gießt. Ich rede trotzdem mit ihm. Wasser ist das Lebenselixier. Schau mal, sogar dieses Metall kann Pflanzen auf sich haben. Ja. Wow, du lässt Metall rosten. I'm proud of you. Alter, diese Panzer! Soweit so gut. Wir bleiben in Bewegung. Wir werden zwar weiterhin beschossen, aber Freunde, wir bleiben in Bewegung. Alter, diese Panzer! Okay, Freunde. Nein, 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 das ist nicht gut. Und diese Panzer sind so unfair. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hatte gerade so ein Ding gekapert. Ich hatte gerade so ein Geschoss gekapert. Warte mal. Wie habe ich das gemacht? Jetzt so. Wow. Oh, aber das explodiert nach einer Zeit. Scheiße. Boah, da ist wieder eine eingeschlagen, Freunde. Da ist wieder eine Patrone eingeschlagen. Ich raste aus. Das ist insane. So. Das hilft mir aber nicht dabei, da rüber zu kommen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Da drüben ist aber auch noch was. Aber da komme ich erstmal nicht hin. Okay, ich muss auf jeden Fall darüber. Dann versuche ich jetzt auf jeden Fall nochmal da drüben eventuell hochzukommen. Oh, wow. Hi. Ja, aber die explodieren nach einer sehr, sehr, sehr kurzen Zeit. Ich glaube nicht, dass die mir was bringen. Nein, ich will die eigentlich gar nicht kapern, aber ich sag mal, wenn ich sie kaper, kriege ich immer nicht auf die Fresse. So, das ist der positive Nebeneffekt. So, jetzt aufgepasst. Das Problem ist, diese Patronen können, glaube ich, auch teilweise durch diese Boxen hier fliegen.
Doch nicht? Nee, ich glaube nicht mal. Okay. So, ich kann jetzt entweder von hier... Ich probiere jetzt von hier darüber zu kommen. Fuck it. Ups. Wait a minute. Die snipen mich einfach in der Luft weg. Das kannst du doch keinem erzählen. Was ist mit denen los? Ich meine, da hinten was gesehen zu haben, Guys. Oh! Es hätte einfach fast funktioniert. Mhm, okay. Nochmal neuer Versuch. Und zwar machen wir jetzt erst hier den Richtungswechsel. Und jetzt habe ich keinen Hitpunkt gemacht. Okay, das hat besser funktioniert. So, jetzt bin ich hier gelandet. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und jetzt geht hier geisteskranker Shit ab. Okay, alles klar. Also, was muss ich hier tun? Ich weiß nicht mal, was mir das bringt. Ich mach's jetzt einfach mal. Aber bringt mich das auch einfach nur den Turm hoch? Wie es der Turm selber auch gemacht hat? Oder passiert hier noch mehr? Okay, ich bin jetzt hier. Ich hoffe, dass das klappt. Und es klappt auch. War das eventuell der Follow the Flowers, den ich machen musste? Yep, und jetzt kommt noch Break the Targets. So, das ist der. Aber da drüben auf dem Turm war ich dann trotzdem noch nicht bisher, ne? So, das ist jetzt der hier. Und ich probiere jetzt einfach von hier darüber zu springen. Das wird doch klappen. Oh, 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 oh! Oh mein Gott! Wie auch immer das funktioniert hat, Freunde, es hat funktioniert. So, jetzt sterbe ich. Zack. Okay, ich hab ihn. Kann der mich noch treffen? Nee, ich kann ihm keinen Schaden machen und er mir keinen. Alles klar. So, zack. Du weg. Noch ein bisschen höher. Exakt, du weg und du weg. Und du weg. Yeah. So, jetzt muss ich nur irgendwie diesen Mond einsammeln, ohne auf die Fresse zu bekommen. Ich fahre jetzt direkt drauf und steige hier aus. Ich hab ihn. Und ich glaube, das Forstland ist damit abgeschlossen, Freunde. You found all moons. Let's go. Beim nächsten Mal werden wir damit unseren 40 Mond, ne? Hier hochdüsen. Ne? Da bei dem Kollegen hier diesen Anker verwenden, ne? Und dann schauen wir mal, was abgeht. Also, laut meiner Info haben wir jetzt die Hälfte. Aber ich weiß es nicht genau. Danke fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank an Sören Komora und Lodrioma für euren immer noch dicken Support mit der großen Kanalmitgliedschaft.